Hallo Internet, es ist die MoTeC 2017 und ich bin hier am Stand von FLT Fibroleplet Technology. Die haben eine spannende Anwendung, wo ein Automatisierungsbaukasten von SEW Einsatz findet. Und was der macht, schaue ich mir jetzt genauer an. Bei mir ist jetzt der Herr Bind. Herr Bind ist Entwicklungsleiter bei FLT. Herr Bind, zunächst mal, vor was für einer Anlage stehen wir hier? Wir stehen hier vor dem Linearportal Roboter 3. Das ist unser Standardportal für den Bereich Bestückung von Werkzeugmaschinen für Gewichte bis zu ca. 250 Kilogramm. Was ist das Besondere an der Anlage? Was ist neu? Warum stellen Sie es hier auf der Messe vor? Die Firma FLT besteht ja aus zwei Firmen ursprünglich, der Firma GSA und der Firma Fibro, die beide zwei verschiedene Portallösungen in die Firma zusammengebracht haben. Das Besondere hier an dieser neuen Lösung ist jetzt, dass wir beide Lösungen in einer neuen modularen Achsen-Portalbaukasten kombiniert haben und dem Kunde jetzt die Features, die bisher nur auf beide Systeme verteilt waren, in einem System die perfekte Lösung für ihn anbieten können. Vielleicht ein paar Kerndaten. Was kann die Maschine, wie schnell ist, welche Lasten bewegen sie, was sind so die Kernfakten? Die Maschine kann bis zu 250 Kilogramm in dieser Baugröße transportieren. Wir haben auch Überbaugrößen, die dann bis zu 3,5 Tonnen gehen. Das aktuelle Modell, wo wir hier sehen, macht 250 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von bis zu 4,5 Meter pro Sekunde und einer Beschleunigung von 6 Meter pro Sekunde Quadrat. Das Besondere ist dabei, wir können die Achse beliebig verlängern, sodass wir dem Kunden Lösungen bis über 100 Meter Verfahrweg in der Horizontalachse anbieten können. Klingt ja echt ganz spannend. Was war denn aus Ihrer Sicht als Entwicklungsleiter die Herausforderung bei der Entwicklung dieser neuen Anlage? Die Herausforderung war, die beiden verschiedenen Lösungen zusammenzuführen und aber gleichzeitig wirklich für den Kunden eine flexible Lösung bereitstellen zu können, mit der er alle Anwendungszwecke abdecken kann. Und das bei einer möglichst geringen Kosten natürlich für unsere Kunden und bei einer hohen Dynamik sowie möglichst leicht und effizient dabei zu sein. Ich denke, das haben wir hier ganz gut erreicht. Wunderbar. Sie haben bei Ihrer Lösung diesen MOVI-C Automatisierungsbaukasten von SEW Eurodrive eingesetzt. Warum das? SEW ist schon ein langjähriger Partner für uns. Wir haben bisher vor allem im Bereich Getriebe mit Ihnen zusammengearbeitet, auch bei dem Bereich Motoren. Deswegen war das natürlich bei uns Projektstart gleich ein Ansprechpartner, den wir mit herangezogen haben und gesagt haben, hey, wir wollen hier mal was Neues machen. Wir nehmen euch gerne mal mit ins Boot. Was könntet ihr uns anbieten? Welche Lösungen sind machbar? Weil wir natürlich auch Themen hatten, da wollten wir was Neues machen, wir wollten bewegen, wir wollten was anders machen als bisher. Und ich denke, sind wir zuerst mit der Mechanik gestartet, haben dann gerade im Bereich der Planetengetriebe eine sehr gute Lösung gefunden und sind dann aber auch weitergegangen und haben gesagt, hey, es wäre doch schön, wenn wir eine Komplettlösung der Antriebstechnik anbieten könnten, sowohl von der mechanischen Seite als auch von der elektrischen Seite. FLT ist natürlich nicht nur in Deutschland unterwegs mit seinen Automatisierungslösungen, sondern wir sind weltweit unterwegs. Wir haben Standorte in den USA und in China und sind natürlich dort in den Märkten auch sehr aktiv. Deswegen war es für uns wichtig, dass wir natürlich auch einen Partner an der Hand haben, der auch weltweit präsent ist, der innerhalb von kürzester Zeit für uns auch Ersatzteile, Service, Dienstleistungen bereitstellen kann. Und da ist eben natürlich die SEW auch besonders gut aufgestellt, dass sie da in den Märkten, wo wir auch aktiv sind, ebenso gut einen Service leisten können wie wir selbst. Können wir uns die SEW-Teile mal ein bisschen genauer anschauen? Selbstverständlich. Wir können mal zuerst einen Blick in den Schaltschrank werfen. Vielleicht können wir den Herrn Körle mit dazu nehmen. Der kann vielleicht zu den SEW-Komponenten etwas mehr sagen. Ha, Treffer. Entschuldigung, das ist der Vorteil auf einer Messe. Da sind immer richtig viele Leute da und auch die richtigen. Also bitte schön, der Herr Körle von SEW. Vielen Dank. Sie waren in dem Projekt irgendwie beteiligt? Jawohl. Als was? Speziell als übergeordneter Projektleiter. Direkt mitgearbeitet haben natürlich unsere Projektingenieure, unsere Inbetriebnehmer, Programmierer. Die haben dann natürlich die Umsetzung direkt unterstützt. Okay, dann schauen wir doch am besten mal rein in das gute Ding. Selbstverständlich. So, Herr Körle, was finden wir hier? Ja, wir haben hier Geräte aus unserer neuen Automatisierungsplattform Generation C. Wir sehen hier von der Steuerung Power PLC die Achsverstärkung, das Versorgungsmodul, mit dem wir alle drei Achsen hier in diesem neuen Portal der Firma FLT ansteuern und natürlich über die PLC auch den kompletten Bewegungsablauf steuern und regeln. Was würden Sie sagen, sind so die größten Vorteile des MOVI-C Baukastens?
Wir haben hier ein absolut modulares Gerätesystem. Das heißt, wir haben Doppelachsmodule für kleine Achsen, wir haben für die starken großen Achsen entsprechende Module, wir haben verschiedene Energieeinspeisungssysteme und oben drüber natürlich unsere skalierbare Steuerungsplattform, unsere Movi PLC. Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung bei diesem Projekt jetzt? Ja, die größte Herausforderung war natürlich dieses Gesamtprojekt mit sehr viel neuen, ganz brandheißen Komponenten auszustatten. Angefangen von unserer neuen Geräterei Generation C, Movi Drive C, über dann, und wir werden es nachher sehen, vorne natürlich auch Getriebe, Motoren, alle komplett neu, teilweise sogar noch Vorserienprodukte. Was kann, kurz gesagt, das neue System besser als andere Systeme es konnten bisher? Wir haben hier die Möglichkeit, wesentlich schnellere Reaktionszeiten zu realisieren, kompakter zu bauen, auch durch unser neues Doppelachsmodul. Und wir sind in der Lage, natürlich auch durch unsere HMI-Technologie, hier ein komplettes System ganzheitlich dem Kunden anzubieten. Vom Getriebe über die Steuerung bis hoch bis zum Bedienpanel. Wunderbar, dann sage ich auch herzlichen Dank. Das war es diesmal von der MoTeC 2017 bei FLT zusammen mit SEW. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es war eine spannende Geschichte. Ansonsten schauen Sie uns auf die Webseite, gibt viele spannende Reportagen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.